Gogeta da! Also Leute, ihr seht den Titel, ihr seht das Thumbnail. Es ist nicht mehr ein Spoiler. Ja, es ist eine schwierige Situation, aber lasst mich das Ganze ganz kurz für euch erklären. Und zwar habe ich überlegt, okay, mache ich das jetzt ein Thumbnail und den Titel? Mache ich das nicht? Mache ich das? Das war eine schwierige Entscheidung für mich, weil ich auf jeden Fall respektieren möchte, dass die Leute nicht gespoilert werden sollen, die nicht gespoilert werden wollen. So, aber es ist hier offizielles Material. Es ist Bandai, die diesen Trailer gedroppt haben, diesen kleinen Teaser-Trailer Gogeta gegen Broly. Und diese Information, die haben wir vor Monaten schon diskutiert, dass sie da wirklich stimmen könnte. Und jetzt vor einem Monat haben wir darüber geredet, okay, es wird jetzt so sein. Und jetzt reden wir darüber, hey, es ist so. Das Ding ist, ich will euch eigentlich nicht spoilern, aber ganz ehrlich, jeder einzelne von euch, der das im Kino schauen wird, wird es vorher wissen, weil der offizielle Trailer ist jetzt raus. Das heißt, ihr werdet es so oder so mitbekommen. Da irgendwie drum herum zu kommen, einen Monat lang, ist unmöglich. Ich persönlich sage hier, die nicht gespoilert werden sollen, die gespoilert werden möchten, das muss man gegenseitig einfach respektieren. Und ich sage auch hier, dass ich es persönlich vielleicht ein bisschen kacke finde, dass man das jetzt schon vorweggenommen hat, aber ja, im Großen und Ganzen ist es auch keine Sache, wo man sagen würde, wow, das ist echt krass, sowas wie die Identität von Tobi aus Naruto zum Beispiel, dass sowas halt vorweggenommen wird, das ist halt was ganz anderes. Also, dass das jetzt gespoilert worden ist, dass das jetzt wirklich offiziell bekannt gegeben worden ist, ist jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Also, Gogeta ist hier und an jeden, der sich trotzdem verletzt fühlt, ganz ehrlich, Leute, ich nehme das hin. Ich nehme das hin, weil es ist offizielles Material und ich finde einfach an dem Punkt, hey, es wird, oder es wurde uns gezeigt, deswegen sehe ich das nicht als Spoiler. Ich wollte das nur sagen, ich wollte das nur wirklich transparent an euch wiedergeben. Aber, wenn wir das jetzt mal aus dem Weg haben, kommen wir zu dem spicy Stuff. Gogeta, boy oh boy. Ich habe am Samstag ein Video hochgeladen, bei dem Video habe ich darüber geredet, dass Gogeta Leaks aufgetaucht sind. Ich habe dieses Video runtergenommen, weil es den Anschein gemacht hat, dass Toonimation da ziemlich hart durchgegriffen hat und ich wollte keinen zweiten Strike auf den Kanal kassieren. Deswegen habe ich das Video runtergenommen. Ich hoffe, ihr könnt dafür Verständnis zeigen. So, da das hier natürlich offizielles Material ist, wird es natürlich auch nicht passieren und wir reden jetzt über diesen Teaser und wenn jemand gesagt hat, dass er diesen Film nicht gut findet von der Animation her, wow, also wenn man hier nicht nachher überzeugt ist, dann weiß ich auch nicht. Erstmal hier Gogeta, wir sehen diese Landschaft, wo Piccolo meditiert, dort wird Gogeta entstehen. Wir sehen, ich werde auch übrigens auch Sachen aus dem Spoiler-Video hier nicht mit thematisieren, also keine Sorge, was das angeht. Ich werde nur über diesen Teaser-Trailer sprechen, also nur das Optische. So, Broly, Leute, bitte, schaut euch das an, es sieht unglaublich aus. Und Gogeta, das Gogeta-Smile, diese Overconfidence, dieses Arrogante von Gogeta ist wieder on point, ist hier back in the game und es sieht einfach insane aus. Base Gogeta, auch schön zu sehen. Guck mal, Broly hat nicht mal eine Chance. Gogeta, no problem, no problem at all. Er ist zu strong, er ist zu krass. Hier ist der Super Saiyan Gogeta, der so krass aussieht. Wie gesagt, das Matchup Broly gegen Gogeta, das war schon in Videospielen ganz, ganz oft geteased. Also ist das eine Sache, die irgendwann hätte stattfinden müssen. Gogeta, das ist der Gogeta, nennen wir ihn so, wir nennen ihn so. Das ist der Classic Gogeta Flip, den wir einfach kennen von jedem Spiel, von dem Movie. Es ist Classic. Und guckt euch das an. Es ist wie bei Goku in einem anderen Trailer. Es ist der Super Saiyan zum Stutz. Super Saiyan Blue Switch. Sieht jedenfalls danach aus, könnte aber eine normale Ki-Attacke sein. Sieht aber ziemlich mächtig aus. Ziemlich, ziemlich geil. Der Strahl. Spicy. Einfach spicy. Wir sehen hier Broly. Broly tut halt das, was er kann. Wir sehen Gogeta und es ist ein Animationsspektakel. Also das im Kino zu sehen, wird absolut krass sein. Wir sehen, glaube ich, dass Broly hier irgendwas abhält und dann schon ist Gogeta anscheinend so schnell, dass er, also er feuert eine Attacke ab, ist so schnell, dass er hinter Broly ist. Und Broly ist verdammt strong. Wie gesagt, Power-Scaling-Debatten kommen alles nach dem Film. Da werde ich ein bisschen mehr drüber reden, aber Stand jetzt erstmal nur über, ja, andere Sachen, weil das mit Power Scaling noch ein bisschen schwierig ist zu betrachten. Wir sehen, Broly hat absolut keine Chance. Wir sehen, Gogeta ist zu strong. Das sieht einfach wieder absolut krass aus. Die Landschaft ist auch interessant und auch interessant zu bemerken ist, dass wir es hier so haben, dass es nach Abendlandschaft aussieht. Also haben sie den ganzen Tag gekämpft. Auch interessant hier zu sagen. Und das ist Gogeta, wie er lebt und lebt. Dieser Move. Guckt euch das an, diese Kraft, die in der Animation steckt. Woom! Richtig nice. Die Aura. Nicht Ultra Instinct, Super Saiyan Blue Aura, sieht aber verdammt nochmal geil aus. Und das ist wirklich auch hier pure Power. Seht euch das an. Broly wird so... Also stellt euch mal vor, in einem Szenario, wenn Gogeta am Turnier der Kraft gekommen wäre, wie das wohl gegen Jiren ausgesehen hätte. Das wäre insane gewesen. Gogeta, wow, unglaublich. Broly hat hier richtig zu kämpfen. Wir haben Broly mit seinem Flash. Gogeta weicht halt aus, als wäre nichts los. Es ist zu easy für ihn und das... Ich will wissen, was das ist. Es sieht einfach nur geil aus. Wir sehen hier Gogeta, wie er komplett durchdreht. Also das wird auf jeden Fall mein Thumbnail sein, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Unglaublich.
Er dreht durch die ganze Erde. Sie ist geschockt von der Macht von Gogeta. Hier ist, glaube ich, noch eine Handyhülle. Sehr, sehr cool. Dragon Ball Legends X Dragon Ball Broly. Ja, Leute, ich bin impressed. Ich bin super impressed. Mega, mega geiler Teaser-Trailer. Ich bin so gespannt zu sehen, wie Gogeta, ja, dann im Endeffekt aussehen wird, wie das alles dann im Film wirken wird. Ich bin super, super gehypt, super, super gespannt. Und ich hoffe, ich konnte euch den Tag ein bisschen versüßen mit dem Video heute. 3 Uploads. Wenn ihr Naruto-Fan seid, auf jeden Fall heute beim Boruto-Video vorbeischauen, weil ich möchte nicht, dass das Boruto-Video jetzt in den Schatten gerät, weil ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Und das Sogar-Video ist auch heute hochgeladen worden. Und Freitagmorgen gibt es kein Upload. Ich meine, nach 3 Uploads ist es eigentlich auch klar. Und morgen, am Freitag, gibt es einen Stream. Aber das wird nicht so sein wie gehabt. Und zwar wird das kein Dragon Ball Only Stream sein. Ich werde über mehrere Sachen sprechen. Deswegen ja, schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr Interesse daran zeigt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Der Stream bleibt auch nicht online. Das ist einfach ein Stream, der stattfindet und dann nicht hochgeladen wird. Also nochmal hier an der Stelle, wie dem auch sei, ich würde mich sehr, sehr stark über eure Meinung zu diesem Trailer hier freuen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen nach unten lassen und aber auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dahin, haut rein!